Wir sind bei Tom Westrich, Dr. Ing persönlich, und wir hören die letzte Füller-Anekdote. Erzähl mir mal, was für eine Reise dieser Füller gemacht hat, als er wieder ins Leben zurückkam. Er hat ein dänischer Antikhändler ins eBay getan. Da war der Clip weg und die Kappe war mit Uhu verklebt, so richtig. Und mich schreibt ein Amerikaner an und sagt, soll ich das kaufen, kannst du das reparieren? Sag ich, kann ich. Dann hat er das gekauft, dann hat er das in die Post gesteckt und nach Hamburg geschickt. Das Postzollamt in Hamburg hat es aufgemacht, den Stern gesehen, hat es zu Mont Blanc geschickt, damit geprüft wird, ob es eine Fälschung ist. Dann erst kam es zurück zu mir. Und jetzt reist er fertig saniert nach Italien. Da wird er erstmal seine Ruhe finden. Will ich hoffen. Weniger Serifen. Ja, genau. Auf die Augen. Eckstar. Und das war's.